Hi Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge RIM. So, in der letzten Folge hatten wir ja das Rätsel endlich nach langem gelöst. Wir mussten praktisch den Titan oder was das hier ist, ich sag immer Titan, bin Zelda gezeichnet, mussten wir raufstellen und dann konnten wir auch die Kiste da reinschieben und somit haben wir dann oben das Rätsel gelöst. So, und jetzt wollen wir doch mal schauen, wo dieser Titan hinläuft, oder dieser Roboter, besser gesagt. Das schauen wir uns jetzt an. Ja, du kannst darüber, aber ich nicht, oder? Hier können wir vielleicht hoch. Ja, hier können wir hoch. Sehr gut. Was macht er denn jetzt? Ah, ich muss ihn vielleicht, muss vielleicht hier rein. Kann ich ihm irgendwie die Tür öffnen? Okay, hier geht nicht weiter. Hier kommen wir nicht durch. Da oben wäre eventuell was. Schauen wir mal hier hoch. Ah, da haben wir einen Schalter. Er wird jetzt bestimmt das Gestrüpp da wegmachen, dass wir da weiter können. Yep. Wir laufen ihm einfach mal nach. Der wird schon wissen, wohin. So, wo ist er jetzt hin? Da lang. Alles klar. Jetzt müssten wir auch eigentlich vielleicht da oben ankommen, wo wir vorher nicht hin konnten. Oder? Genau, jetzt warte mal, lass mich mal überlegen. Dort hinten konnten wir vorher nicht lang. Kann ich denn da rüber springen? Ich probier's einfach mal. Sehr gut. So, jetzt müsste die Tür aufgehen. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, ich höre hier schon wieder die schwarzen Männchen, aber das ist jetzt anscheinend ein weißes. Wir gehen einfach mal hin. Schauen, was passiert.
Okay, anscheinend gar nichts. Was ist hier los? In dem Baum ist gar nichts passiert. Er steht aber noch hier unten. Oder ist hier unten irgendwie die Tür aufgegangen oder so? Ich schau noch mal rein, aber da muss doch irgendwas sein, oder? Der muss ja irgendeine Bedeutung haben, der Raum. Warte mal, muss ich hier irgendwie singen oder so? Kann man hier irgendwo klettern? Hier ist aber auch nichts. Okay, dann gehen wir mal zurück. Dann gehen wir mal zurück. So, was macht ihr jetzt hier? Hier haben wir auf jeden Fall die Kugel bekommen. Ich weiß es nicht. Ich stehe schon wieder komplett auf dem Schlauch. Was ist mit der Kugel? Nee. Dann gehen wir noch mal da rein. Müssen wir da oben vielleicht noch mal was aktivieren oder so? Ist hier oben noch eine Ebene vielleicht, wo wir lang können? Sieht nicht so aus. Ah! Können wir hier was machen? Ah! Hat Papa wieder mal nicht gesehen. Okay, die Kugel ist jetzt weg. Die Kugel ist jetzt weg, das ist schon mal richtig schön.
Aber jetzt müsste. Ah, jetzt ist er hier wieder aufgetaucht. Sehr gut. Sehr gut. Und entschuldigt leider, dass ich nicht immer gleich so viel reden tue bei so einem Spiel. Ich konzentriere mich da immer. Dann vergesse ich ab und zu das Kommentieren so ein bisschen. Aber ich gebe mein Bestes. So. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Und hier kommen wir nicht weiter. Okay. Aber da hinten sehe ich einen Kletterpunkt. Ich schätze mal, dass ich hier klettern kann. Ah, geh hoch, komm. So, hier geht's nicht weiter. Ich würde sagen, es geht hier weiter. Aber jetzt weiß ich nicht, kann ich hier rein? Nö, hier kann ich nicht rein. Dann geht's hier weiter. Ich kann hier auch nicht rein. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's nach unten. Hier geht's nach unten. Da schon wieder so ein komisches Männelchen. Nee. Ah, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Bläh. Hier hinten wäre auch noch eine Tür. Okay, unser Fuchs ist auch wieder da. Ich hoffe mal, die zwei vertragen sich. Ah, jetzt geht's, glaube ich, wieder den Weg zurück bei den komischen schwarzen Viecherorden vorbei, oder? Hier war doch alles voll von denen, oder? Kann das sein? Ich gehe mir einfach mal hinterher. Ja, da hinten ist alles voll von denen. Ich schätze mal, muss ich mir jetzt den Weg freiräumen. Das Problem ist, ich komme hier hoch, okay. Gleich nochmal so eine Kugel mit hier.
Okay, da steht auch wieder alles voll. Boah, leck. Tja, legt euch nicht mit dem Commander an. Sag ich da nur. Okay, WTF. Ah. Ich muss weg, ich muss weg. Kriege ich die Kugel noch? Ah, ich glaube, eher verstärktes Signal eventuell noch, weil vorher hatte ich auf keinen Fall diese Reichweite. Muss ich mir bei allen hier, dass ich hier durchkomme. Nicht, dass die wieder spawnen. Also hier stehe ich auf jeden Fall im Licht, hier müsste ich sicher sein. Yep, alles klar. So, Ruby, komm. So, und jetzt schauen wir doch mal, ob wir das jetzt gelöst bekommen. Jetzt haben wir ja ihn hier, der dann mit dem Licht da reinfunkeln sollte. Oh, der ist leider nicht mehr. Ich glaube, er ist etwas traurig jetzt. Was macht ihr denn jetzt? Hä? Alter, du sollst da reingehen. Was macht ihr denn? Okay, hier ist eine für eine Kiste wieder. Wo bekommen wir die her? Ist die vielleicht hier oben? Okay, ich sehe schon was. Komm mal bitte mit. Was machst du denn? Alter.
So, jetzt muss ich irgendwie da oben rauf, aber wie? Okay, hier komme ich nicht hoch. Wie komme ich denn da oben jetzt hoch? Ja, die Treppe würde sich normalerweise hier rausschieben, denke ich mir. Aber bleibt die denn auch draußen? Das ist hier die Frage. Aber ich komme da oben nicht hoch. Hier komme ich nicht hoch. Ne. Okay, ich muss das Ding wieder mal runternehmen. Gehen wir mal hier rüber, ob die Treppe dann draußen bleibt oder nicht. Nein, die geht wieder rein. Muss ich jetzt hier rüber? Kann ich von da drüben hier rüber vielleicht? Schauen wir doch jetzt einfach mal. Schwierige Ge Jetzt muss ich bloß die blöde Kugel noch mal holen. Ja, die Kugel ist eh hier. Könnten wir den ja eigentlich gleich hier rüber schieben?
So, alles klar. Ich schiebe jetzt da hinten auf die Treppe. So, dann schauen wir noch mal durch. Sehr gut. Na, bloß gucken, was wir jetzt hier machen müssen. Oh, jetzt erwachen die anderen alle. Unsere eigene Armee, oder was? Unsere kleine Armee. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt endlich die zwei Siegel aktivieren können. Aha, er hat schon aktiviert. Sehr gut. Somit können wir jetzt auch aktivieren. Dann kommen die auch? Ja, die kommen auch. Kommen wir die hoch? Ah, hier ist eine Treppe. Für die Kleinwüchsigen. Ah, und somit haben wir es geschafft, Leute. Und damit würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, Kommentar oder auch Abo freuen. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter mit dem nächsten Abschnitt in Rim. Bin echt gespannt, was uns jetzt dort erwartet. Genau, und hier sind auch wieder die Zeichen an der Treppe. Das war praktisch der Roboterteil sozusagen. Keine Ahnung. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, muss ich sagen. So, gut, dann war es das auch schon wieder von mir. Bis bald, ciao, ciao, euer Andi.